Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Adventure Time und der vierten Folge von Transistor. Eure Unterstützung in der letzten Woche hat es möglich gemacht, dass dieses Projekt eine weitere Woche überstehen wird und wir somit mindestens 6 Folgen sehen werden. Wir sind natürlich immer noch in Cloudbank und werden ein bisschen summen und unserem Herz der Musik freigeben. Nein, wir müssen jetzt hier weitergehen. Ich weiß gar nicht genau, wo wir lang müssen. Ich glaube, hier lang. Nein, hier war ein Terminal, genau. Das ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Wir benutzen jetzt mal einfach den Jaunt, um hier weiter und schneller vorwärts zu kommen. Dieser Weg scheint mir richtig zu sein. Tja, wer ist da wohl? Das sieht mir aus nach Schadzellen. Die wir allerdings relativ leicht zerstören können. Ich jaunte dafür einfach nur mal ein bisschen durch die Gegend. Das sollte eigentlich fast ausreichen. So, ja. Oh, die können schießen. War das schon immer so oder ist das nur seit der neuen Version der Schadzelle so? Wir haben ja mitgekriegt, dass tatsächlich... oh Gott, da müssen wir jetzt mal schnell ausweichen. Dass der Prozess sich stetig weiterentwickelt und das natürlich ein bisschen schwierig ist. Trotzdem sollten wir eigentlich ganz gut klarkommen. Das reicht leider nicht ganz aus, um hier den Sack zuzumachen. Ja, das reicht doch aus. Allerdings kann ich jetzt diese Zellen hier nicht einsaugen. Danke. Da hat mir tatsächlich der Prozess so ein bisschen geholfen. Danke. Und jetzt müssen wir uns noch um die kümmern. Breach. Ja, wir stehen ein bisschen scheiße. Da gehe ich nochmal zurück. Wir werden uns jetzt mal hierhin begeben und machen von hier aus Breach. Viel besser. Viel besser. Dann können wir hier hin jaunten. Und haben diese Meucheln-Kombination, die wahrscheinlich auch nicht ganz ausreichen wird. Nein, das tut sie nicht, aber das ist schon mal... Ein Anfang ist getan, sagen wir es so. So, die holen wir uns. Und jetzt können wir ihnen den Chaos machen. Doofi! Und down ist er. Goldig, das ist ja nett. Wir bekommen natürlich Bonus-EP, dadurch, dass wir... Ja, das gefällt mir natürlich auch nicht. Wie, du wirst es ausprobieren? Hey! Is anyone out there? Alter, schrei doch nicht so! Er vergisst wohl, dass ich die Stimme ausschließlich in meinem Kopf höre, würde ich zumindest mal denken. Deswegen war das jetzt natürlich ziemlich laut. Ja, Bonus-EP ist wichtig für uns. Dadurch, dass wir die Begrenzer aktiviert haben, ist das natürlich ganz gut. Und ich denke, wir werden auch noch mehr aktivieren. Aktuell funktioniert das noch ganz gut, würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt hier unseren ersten Passivslot bekommen. Den Passivslot haben wir bei anderen natürlich jetzt auch. Gewährt eine Chance von uns, bei der Verwendung von Turn zum Super-User zu werden. What? Wie cool ist das denn bitte? Das würde ich gerne machen. Allerdings haben wir nicht genug Memory. Ich hoffe, dass wir dann noch mehr kriegen, weil ich würde gerne einige coole Kombinationen ausprobieren. Nein. Alter. Das ist ja das reinste Bombardement. Wie soll ich diesen Prozess besiegen, Transistor? Ja. Ja, der Prozess ist uns wirklich auf den Fersen. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn schlagen wollen, wenn er sich wirklich stetig verbessert und wie wir die Camerata so ausschalten wollen, aber gucken wir uns mal um. Have a look out there. Toward High Rise. Traverson Hall. The Annex Building. Skyline's disappeared. Whatever's after us, it's spreading. Ach du meine Güte. Camerata. They'd rip this whole town apart. To get us. Or to get away. Aber warum? Haben wir vielleicht irgendetwas gesehen? Sind wir in irgendeiner Art und Weise besonders? Is that sandbox? Der Sandkasten. Natürlich. Da wollte ich schon immer mal wieder reingehen. Oh!
Habe ich da gerade meinen kleinen Prozess gerufen? Ist ja süß. Musikplayer, Hängematte, überlegte Ideen eine. All cozy here, but what's going on out there? Ne, das haben wir doch gesehen. Ja. Und gerade sieht es ziemlich gut für ihn aus, um mal ehrlich zu sein. Nur wir stehen zwischen dem Prozess und der Vernichtung der Stadt. Keine Ahnung, was die Kamerata damit bezweckt, aber es kann keinen guten Ursprung sein. Wir haben jetzt ein paar geöffnete Türen. Das war, glaube ich, die erste Tür. Hier sind noch zwei weitere aufgegangen. Door number three. Probieren wir es mal aus. Man kann dort ja verschiedene Disziplinen im Prinzip abschließen. Und ja. We're surrounded. Planungstest 1 von 7. Terminiere Prozess in einem Turn. Das ist cool. Sowas ist cool. Also wir machen jetzt so. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es muss noch anders gehen. Okay, so kriegen wir 3 tot. Das wollen wir nicht. Auch so kriegen wir nur 3 tot. Ich kriege ja immer nur maximal 2 auf einen Schlag tot. Das ist... Nein. Das ist gar nicht so einfach. Irgendwie habe ich da gerade wahrscheinlich einen Gedankenfehler drin. Sonst würde mir das wahrscheinlich wesentlich leichter fallen, aber das tut es gerade nicht. Da treffe ich diese eine Schadzelle hier zum Beispiel gar nicht so. 2 tot, bleiben aber immer noch 2. Nee. Nein. Nein. Suche zur Lebensregeneration Zugangspunkte auf. Benutzer Level 5. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, ehrlich gesagt. Ich bin da kein großer Experte drin in diesem Kampfsystem, auch wenn es mir unglaublich viel Freude bereitet, das so zu machen. Aber ich habe da noch nicht so wirklich den richtigen Blick für, das alles anständig hinzukriegen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich kann 3-mal Breach machen und mich 1-mal bewegen. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Kann ich hier rauskommen? Ja. Reicht logischerweise nicht. Let's try that again. Nee, du. Nee, du, nee, du, nee, du. Ich weiß es nicht. Da müssen wir jetzt einfach mal raus. Jo. Das müssen wir wann anders machen. Da habe ich wirklich überhaupt keine Idee gerade. Wir können ja mal die andere Tür probieren. Stabilitätstest. Was könnte das sein? Noch mehr Sand. Probier deine Tricks aus. Widerstehe den Prozess für 90 Sekunden. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem riesigen Problem, aber wir werden es ja sehen. Oh, der Trottel gehört mir. Ah. Los. Hilfe. Ich nehme alles zurück. Es ist doch gar nicht so einfach. Ich verberge mich jetzt einfach mal.
Nee, ich bin nicht so okay. Wir verbergen uns wieder. Okay, der ist platt. Ja, ich lebe noch. Nicht wirklich gut, aber ich lebe noch. Verdammt. Ja, ich versuche durchzuhalten. Irgendwie hat der Prozess mich auch gerade vergessen. Ich bin eine tote Dateileiche. Eine Karteileiche. Lasst mich in Frieden. Ich habe gar keine Brüste. Und auch nichts anderes Interessantes an mir. Cool. Okay, immerhin das schaffe ich. Freigeschaltete Musik, das Rückgrat. Nice. If this is gonna give us an edge, then we might as well. Also ich sag mal so, wir werden irgendwann diese anderen Tests auch nochmal probieren. Aber nicht jetzt. Das ist das Rückgrat. Ich mag diese Idee, dass man zwischendurch halt so eine Art Restroom hat, wo man sich ein bisschen erholen kann in der Hängematte. Oder man macht halt irgendwelche Quests, die einem dann nochmal die Erfahrung erhöhen und man so, ja neue Prozessfähigkeiten bekommt. South Frustum Road. Ich würde mal sagen, das ist der nächste Ort, an dem wir uns begeben werden. Hier unten. Time to dance. Da baut sich schon wieder was auf. Okay. Das erste, was wir tun müssen, ist... Nein. Die auch noch. Ich will nicht, dass die stärker werden, aber ich kann sie immerhin vernichten. Der andere ist leider weggeflogen. Das habe ich nicht bedacht, dass der ja total wegfliegt, wenn ich hier... Jetzt sind wir gerade noch dieser Bombe entkommen. Ah! Und da ist ein neuer Fiesling. Danke. Oh, der ist verdammt stark. Wir machen das mal folgendermaßen mit Jaunten hinter ihm. Nein. Falsche Taste. Falsch. Wir drücken 3, um hinter ihn zu kommen. Dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das und dann ist er tot. Ja, hat gerade so funktioniert. Immerhin bringt er mir 2 Zellen. Wahrscheinlich aufgrund unserer Begrenzer. Yo. Yo, Fellas. Okay, das muss erstmal reichen. Und weg da. Danke. Danke für diese tolle Zelle. Danke für diesen tollen Tag. Cool, wenn ich immer an ihm dranbleibe, dann ist natürlich klar, dass er seine Bombe nicht schießen kann, weil er sich selbst treffen würde. Das ist eine wichtige Information, die wir da bekommen. Hat er gerade unsere Stadt gesagt? Ich weiß nicht, ob er sich da nicht ein bisschen zu viel Bedeutung zumisst, aber vielleicht war ja dieser Mann, wir wissen ja immer noch nicht, wer er war, vielleicht war er irgendwie eine Art Bürgermeister oder sowas, ich habe keine Ahnung. Hoffentlich wird seine Identität noch aufgedeckt, denn er wird mehr gewesen sein als ein Bewunderer von Red, auf jeden Fall. So, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Prüfen neu. Da haben wir nur das eine. Das haben wir uns ja, glaube ich, schon durchgelesen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Ich glaube aber, wir hatten es schon, ehrlich gesagt. Wenn nicht, dann könnt ihr euch das jetzt ja immer noch durchlesen. Indem ihr einfach pausiert, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Ja, aktuell kann ich hier eigentlich nicht großartig was ändern. Oder wartet mal, doch kann ich. Ich kann das Paket rausnehmen. Und dafür den reinnehmen. Und zwar hier rein. Ja. Dann ist unsere Memory-Anzeige auch total voll. Und wir haben ruft einen Verbündeten dabei. Planung der verbündeten Aktion mit Turn. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir können außerdem die Funktion nochmal prüfen. Das war ja Sybil. Und ja. Durchgelesen haben wir uns das ja schon. Aber diese Funktion... Ja, ich habe die andere einfach auch nicht eingesetzt. Und dann ist, glaube ich, diese hier sinnvoller. Außerdem können wir dann mit dem Verbündeten...
eventuell noch ein bisschen mehr Schaden machen. Die Luft ist rein. Das glaube ich nicht lange, aber wir haben da ein OVC-Terminal. In Panik ausgebrochene Personen. Holy shit. Das ist ja eine Live-Schaltung. Wenn das mal mein Subscriber-Account wäre. Treverson Hall abgerissen. So it's true. Die Verwaltung bemüht sich, das plötzliche Verschwinden des historischen Wahrzeichens von High Rise zu erklären. Die im steten Wandel begriffene Fassade von Treverson Hall könnte Geschichte sein. Da unabhängigen Gerichten zufolge das gesamte Gebäude verschwunden ist, ein Gebiet von 100 Quadratblocks um den Gebäudestandort herum ist als offline pending investigation ausgewiesen worden, während das Gelände von Administratoren gründlich untersucht wird. Sollten Sie Informationen zu diesem Vorfall haben, melden Sie sich bitte bei Ihrer Lokalverwaltung. Dann nicht Sie weg von dort. Ja. Ja, das wird sowieso nicht freigeschaltet. Ich kenne euch doch, ne? Ihr Meinungsbilder. Okay. Das heißt, er war ein Kneipengänger. Das macht ihn da irgendwie sympathisch. Ich weiß auch nicht. Okay. Prozess verbessert. Doppelter Munitionsvorrat. Paparazzi. Die Scheißdinger kennen wir doch. Der wird leider geschützt. Der wird geschützt von dem da. Nee, er wird geschützt von dem da. Wie wär's denn, wenn wir hinter ihn... Nein. Wie wär's denn, wenn wir... Nein. Wie ist es denn, wenn wir hinter ihn gehen? Und dann... Mach ich dann jetzt nicht auch auf ihn Schaden? Doch, ich wollte gerade sagen, aber ich hab's einfach nur nicht gesehen. Weil der andere anvisiert war. Wap! Keine Bilder von mir, ich hasse Selfies. So. Der ist weg. Ich mach den Cheerleader platt. Ja, das ist mein Zug. Diese Paparazzis nerven einfach nur. Ich kann irgendwie komischerweise meine Hilfe gar nicht. Oh ne, sag bloß, der da hinten ist wieder zum Leben erweckt worden. Weil ich zu blöd war. Ja, der ist respawned. Ach Gott. Aber das kriegen wir hin. So, dann ist der auch nicht mehr geschützt. Und jetzt müssen wir eigentlich gegen den auch Schaden machen, wenn er nicht mehr geschützt ist. Ja, das hat funktioniert. Ja, Jaunt ist wirklich hilfreich, um eben kurz sich die Dinger zurückzuholen. Die Zellen. Oh, sehr gut. Verdammt. Naja, aber ich krieg die da hinten beide tot. Danke. Der eine ist doch noch nicht tot. Aber er ist sehr immobil und dadurch kein Problem für mich. Und jetzt hole ich mir mal einen Verbündeten und guck mir mal an, wie das Ganze aussieht. Verbündeten über Q einsetzen. Okay, Crash ist seine Fähigkeit. Das nehmen wir nochmal zurück. Ich will mal gucken. Also wir können hier hingehen und dann können wir das. Aber ich meine, der macht nicht wenig Schaden. Das kann man jetzt nicht sagen. Das kann man jetzt eigentlich nicht mal sagen. So, dann bewegen wir uns. Nein, bewegen wir uns in die Richtung. Wir müssen auf jeden Fall den Paparazzi töten. Crash müssen wir rausnehmen. Stattdessen mache ich lieber zweimal... Och, das reicht. Das reicht sogar. Los, mein Hundi! Ich schwöre, wenn dich einer umbringt, dann werde ich Amok laufen und alle anderen zur Rechenschaft ziehen. Hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da ist ja noch einer. Aha. Gras. Nein, ich glaube erstmal nicht. Ich hoffe zumindest nicht. Und wir sind fast ein Level aufgestiegen. Das ist schön. Aber dieser Hund ist echt gar nicht schlecht. Ich glaube, der Prozess wird nicht auf dich hören. Was hat die Camerata hier vor? Was haben sie gemacht? Haben sie die Daten umstrukturiert? Ja, das haben sie.
Genau das wird mit Traverson Hall passiert sein. Sie haben das Gebäude komplett umgeschrieben. Und jetzt kommen wir in den Bezirk, in dem wir wahrscheinlich einen der Camerata treffen werden. Ich bin gespannt. Should be able to get him through here. Ich hoffe das. Erstmal speichern. Etwas weiteres können wir jetzt hier, wie gesagt, immer noch nicht tun. Beziehungsweise werde ich das erstmal nicht tun. Hauptgondel. Blocks bis High-Rise 0. Hope this works. Wir werden wahrscheinlich Besuch kriegen. Next up, High-Rise. Ein sehr gehobener Bezirk. Get ready. Ah, ich wusste es doch. Vielleicht kriege ich das Ding, bevor es spawnt. Damon. Fiesling 2.0. Machen wir erstmal ein bisschen Schaden. Er ist zwar nicht tot. Aber das ist nicht schlimm. Danke. Okay. Wir jaunten hinter ihm und machen Schaden von hinten. Das macht viel mehr Schaden. Ja, das tötet ihn auch. Der Meuchelnschaden ist einfach nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich enorm. Wir jaunten einfach mal ein bisschen rum. Verdammt. Das reicht. Ich glaube, ich bräuchte mal Hilfe. So, mein Kleiner, hilf mir mal. Du wirst jetzt als erstes mal hier hingehen und das Gras kaputt machen. Töte das Gras! Nein, du brauchst nur einen davon und dann kannst du den von hinten angreifen. Sehr schön. Ich werde in der Zeit hierhin gehen und einfach alles raufkloppen, was ich habe. So. Na, komm. Das hat sogar gereicht. Und wir erreichen Benutzerlevel 6. Ich spüre das. Oh ja. Was haben wir denn hier? Wir haben Get, magnetisch umordnend. Aktivslot-Effekt zwingt ein Ziel näher zum Benutzer hin. Stärker gegen weit entfernte Ziele. Bewirkt, dass die meisten Funktionen Ziele von ihrer Position wegziehen. Das wäre der Upgrade-Slot-Effekt. Und Passiv-Slot-Effekt zieht Zellen schneller und aus größerer Entfernung heran. Eigentlich auch nicht schlecht. Kostet auch angeblich nur ein Memory. Dann haben wir Ping, schnell und effizient. Verschießt schnell und in gerader Linie kinetische Ladungen. Verbessert Planungskosten von Turn, beschleunigt die meisten Funktionen. Das ist viel wert. Erhöht die Entfernung jeder Verwendung von Turn. Wir brauchen das Ding. Auf jeden Fall. Neue Funktion. Bing. Dann haben wir hier plus ein Upgrade-Slot. Aktiviert einen sekundären Upgrade-Slot für einen Aktiv-Slot. Ah, dann können wir da zwei einsetzen. Und so eine Fähigkeit noch mächtiger machen. Das machen wir dann auch einfach mal hier. Würde ich sagen. Ja. So, und dann haben wir hier zwei Begrenzer. Benutzerlevel-Bonus plus 4%. Benutzer verliert Zugriff auf 6M-Memory oder mehr. Funktionen können deinstalliert. Nein, das ist nicht gut. Die Prozess-Response von Zellen laufen viel schneller ab. Ja, das ist okay. Neuer Begrenzer-Initiative. Okay. Dieses andere fand ich aber zu krass. Dass ich 6M-Memory verliere. Das wäre ja wirklich ein Großteil. Welcome to High Rise. Ein signifikanter Einschnitt. Welcome home. Oh, wir haben also in diesem Adelsviertel sozusagen gelebt, also im High Society Viertel. Load up. Ich würde so gerne Ping einsetzen. Aber dafür musste ich irgendwas verändern. Wir können einen neuen Begrenzer einsetzen, sehe ich ja gerade. Das ist von Gras.
Rolle Versorger, Wiederherstellungsaura, Defensivaura, Schwachstellen stationär, keine Selbstwiederherstellung möglich. Insgesamt terminiert vom Benutzer 36. Den nehmen wir dazu. Der Prozess wird noch mächtiger, allerdings kriegen wir auch mehr Bonus EP. Und die möchte ich unbedingt haben. Tja, was stellen wir hier um? Ich brauche den Jaunt, Breach und Clash finde ich eigentlich auch wichtig. Das Einzige, was ich nicht brauche, ist der. Gucken wir uns hier erstmal die Funktion an. Okay, Henter Yellowford. 49, Psychologie, Schlussfolgerung. Ich glaube, dass die Zukunft analysiert werden kann. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Wir können etwas ganz anderes machen. Wir können das rausnehmen. Dann können wir den nehmen. Und dann können wir... Ich wollte das schon machen. Und dann nehmen wir hier Load. Erhöht den Effektbereich der meisten Funktionen. Und machen so Ping stärker. Ping ist ja auch so eine Fernkampfattacke. Ich glaube, das könnte nicht schlecht sein. Wir werden es probieren. Was ist das? Oh mein Gott! Hier steht einfach nur Prozess. So, probieren wir mal Ping. Ping ist effizient beim Meucheln. Okay. Ping ist also effektiv beim Meucheln. Also so, 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 so. Alter, macht das Schaden. Stay. Ich glaube nicht, dass er sitzen bleiben wird. Oh, die Heilungsaura von den Dingern ist ja mal richtig krass. Die ist ja mal richtig krass. Einen gehen wir zurück und bewegen uns hier hin. Reicht es aus, um die alle zu zerstören? Tut es, aber leider... wird einer wahrscheinlich nicht spawnen. Nein, doch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier alles an Schaden rauskloppen können. Das war der erste, das war der zweite, das war der dritte und das war der nächste. Alter Verwalter. Das haut aber rein mit dem Ping zusammen. Jetzt haben wir drei gute Angriffsfähigkeiten, die wir benutzen können. Ja, wirklich böser Junge. So hätten wir hier auch einen neuen Gegnertyp. Let's keep moving. Aussichtspunkt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Die Bucht. Ja. Aber ich befürchte, das ist längst vorbei. Da hinten sehen wir ein OVC-Terminal. Allerdings werden wir erst beim nächsten Mal weitermachen, wenn es wieder heißt Let's Play Transistor hier bei Adventure Time. Ich würde sagen, gehen oder bleiben. Ihr müsst entscheiden hier bei Adventure Time. Lasst Axiom Verge nicht allein in die Geschichte von Adventure Time eingehen, sondern auch Transistor als Projekt, das möglicherweise bis zum Ende durchgezockt wird. Aber wie gesagt, das entscheidet ihr. Wow! Natürlich nicht, wenn ich herumwirbeln kann. Warum sollte ich dann aufgeben? Und außerdem kann ich ja immer noch summen. Was ist das denn? Was ist das, was ich da gerade sehe? Sehr interessant. Sehr interessant. Ich werde mein Summen auf jeden Fall nie verlieren. Denkt immer daran, I want you for an adventure.